Ach, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Quasi, das ist im Endeffekt eine Doppelfolge. Ich nehme jetzt diese Folge und die davor zusammen auf. In einem mache ich ja ab und zu eher selten, aber auch manchmal. Weil ich hab halt so Bock drauf. Es ist halt echt ein geiles Spiel, Leute. Ohne Witz hier. Das kann man gar nicht anders sagen, wie geil das ist. Oh nein, was habe ich gedrückt? Aber hier Unterreich. Genau, jetzt gucken wir mal. Wir gehen mal zur Mykonidenkolonie. Ja, wobei eigentlich, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob wir zur Mykonidenkolonie jetzt gehen. Ja. Mitten am Straßenrand überwucherte Ruinen. Ja, das waren die überwucherten Ruinen, ja, ja. Genau, die Stiegstraße. Die war hier drüben. Wo müssen wir denn hin, Leute? Besiege die Goblins, okay? Zeig mal auf der Karte, Goblin-Lager. Oh. Wo ist hier die nächste Raststätte? Zerstörtes Dorf. Die wird da nicht. Also, wir reisen zum zerstörten Dorf. Gut. Und von dort mal die Karte hier einnorden. Norden. So, dann müssen wir hier nach links. Genau, und gehen jetzt da. Da. Darüber. Ja, halt mega schlecht, weil ich halt so doof bin. Ich schaff's halt nicht. Ich schaff das nie, da richtig entlang zu gehen. Ja, also wir gehen hier runter. Ah, Mann, Leute. Moosbedeckte Truhe, aber die kriegt man nicht auf, oder? Und wir speichern mal kurz. Oh. Uns ein bisschen Gold entgegengesprungen. Helm der Hast? Der Helm der Hast, Leute. Ja, geil. Helm der Hast, hört zu. Senkrechtstadt. Zu Kampfbeginn erhält der Träger 3 Züge lang Wucht. Yes! Der Helm vibriert, wenn Gewalt bevorsteht und animiert den Träger zum Handeln. Fuck! Geil. Also das ist natürlich geil, ja. Aber wäre der Helm nicht noch viel besser? Auf Karlachs edlem Haupte. Hä? Don't burn yourself. Naja, gut. Ja, ja, die soll richtig eine reingeben. Doch, doch, doch. Die soll ordentlich einschenken, weil die kann richtig auf die Schnauze. Mein lieber Mann, die kann es gut geben. Wucht. Und was ist Wucht? Jetzt würde ich mir das halt wünschen, ja? Wie in Crusader Kings 3 oder so, dass man lang drauf bleibt und dann die Tooltips angezeigt werden. Aber jetzt muss ich irgendwo, ich will das jetzt wissen, Leute. Wo ist hier die Hilfe? Haben wir auch noch nie benutzt. Was ist das? Kampfprotokoll? Nein. Hier oben? Nein. Elitidenkräfte? Nein. Tagebuch? Ding. Das ist halt die Original World of Warcraft mit diesem Map da, gell? Ja. Allgemein, Barbar, eigene passive Werte. Allgemein. Leute, wo gibt's denn hier die Hilfe? Also, da könnte ich schon wieder. Könnte ich schon wieder auf das Sauerhaus. Ja? Naja. Also gut. Wissen wir es jetzt halt nicht, ist nicht so schlimm. Norden. So, na also. Wir gehen einfach nach links, oder? Aha. Runter und hier rüber. Toll. Bienenstock. Und? Sollen wir den Honig mitnehmen? Da kommt doch die Biene, oder? Ja, Honigwabe. Geil. Wir essen ja gern ausgewogen immer. Wermut. Nehmen wir auch mit. Ja. Für mich? Für mich? Wir gehen übrigens bald in einen Escape Room. Und zwar, das Thema ist so ein bisschen Alice im Wunderland. Und ich freue mich halt voll mega drauf. Das wird voll cool. Ja, mit einer richtig geilen Gruppe. Ja, Spaß. Bin schon ein bisschen glücklich. Da, hier gab es ein bisschen auf den Sack. Ja. Jetzt fragt euch mal.
Fragt euch mal, warum das sein könnte. Ja, weil ihr euch schlecht benommen habt, Leute, deswegen. Ganz einfach. Ihr habt euch richtig schlecht benommen. Und die haben wir da gar nicht gelootet, habe ich noch nicht gewusst, dass man auch die Gegenstände weitergeben kann. Wie ihr da so geduldig seid. Ich warte, ich denke immer, da kommen dann die Mega-Kommentare. Oh, du Pfeife. Oh. Nee. Das finde ich richtig angenehm bei euch, ja. Anstatt zu schimpfen, dann haltet ihr das Maul wenigstens. Das finde ich voll gut. Ne, ihr könnt ruhig sagen. Wir sind im Internet und im Internet, ja, muss man davon ausgehen, dass die meisten Kommentare im Regelfall eher so Hass erfüllt sind. So ein bisschen zornig, so unterschwellige Aggression. Ja, damit muss man halt dann umgehen. Waren wir hier oben? Wir können ja hier noch ein bisschen gucken. Schlägerin Fips. Die sind halt alle mega schwach, gell? 4, 8, die sind nicht stark. Die sind halt mega schwach, ja. Aber es sind halt viele. So, es sind halt viele. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt gehen wir. Also. Aber war hier nicht das Priesterin-Ding? Müsste das nicht eigentlich dann durchgestrichen sein? Wir gehen jetzt oben rechts. Entschuldigung, dieser echt. Dass es mir so schlecht geht, das ist so ärgerlich. Oh. Ich will doch, dass es mir gut geht. Ne, wir gehen hier rüber. Wir können vielleicht auch hier hochgehen. Na, ah, wir können nicht hier hochgehen. Gehen wir runter. Hier hoch. Ja, ja, da. Speichern wir nochmal. Oh Mann. So, weil den Raglan oder Dross Raglan oder wie der heißt, den machen wir vielleicht am Schluss eher. Gehen jetzt hier rüber. Nee, und da war doch die gute Mutti. Und hier liegt sie noch. Die ist ja schon tot. Und die Priesterin ist tot. Also im Endeffekt. Ja. Phew. Im Endeffekt bleibt ja dann nur noch. Los, Raglan. Giftrolle, sengender Strahl. Die können wir eigentlich nicht. So. Bitte nehmen Sie den Krummsäbel mit. Thank you. So. So. What's the story? Ja. Hier hoch. Nein, nicht die Tür zu machen. Okay, wie stark sind die Jungs? Draw Ragsling's a true soul. Oh, look at him, eh? Na, schon, der ist schon super, ja. Also, wen gibt's noch? Die sind aber wirklich relativ schwach. Die sind nicht sehr stark. Er ist wirklich die Hauptgefahr. Und wir gehen mal hin. Karlak incoming. Dazu. Ein Bündnis aus Goblins und Drow, aber warum? The Absolute's got room for everyone. Long as you don't defy her. And nobody's that stupid. If the Absolute says to take orders from a drow, then we toe the mark. No questions. Oh, ein Heiler. You look spiffy to me. What do you need a healer for? Aha, jetzt wird's interessant, oder? Ja. Die Wahrheit sagen, über die Gedanken, schon den Parasiten, alles. Jetzt geht's. You're no true soul. Ja. You're a damned heretic. Richtig. Boys, crush him. So kommen wir in den Kampf. Sehr gut. Nice, nice. Nice. Kampf beginnt. Die haben halt höhere Initiative. Gucken wir mal. Ah. Der macht einen Trommelschlag, der Kleine. Könnte jetzt der Kampf der Kämpfe werden hier. Die haben uns angezündet. Ey, echt jetzt? Ja,
Oh, ist so typisch. Da geht ja gar nichts. Er ist wenigstens ein bisschen dumm auch. Also nicht er, sondern da unten der Kleine. Kritischer Fehlschlag, sauber. Ah, aber da hat sie uns böse getroffen. Er hat uns böse getroffen. Rüstung von Agathis. Erwünscht Intelligenz. Ah, das sind da doch ein bisschen böse Jungs hier. Heide, nein, du. Ein bisschen arg heftig, was hier abgeht. Und jeder trifft natürlich. Jeder einzelne trifft. Bei einem erfolgreichen Angriffswurf gegen einen Gegner kannst du den Treffer zu einem kritischen Treffer machen. Sauber. Wir machen auch den Knaufschlag. Ja, benommen. Sehr gut. Nice. So. Ja, jetzt hier. Würde ich doch mal vorschlagen, dass wir... Weiß ich nicht. Was wir machen. Hat er ein Wasser? Eismesser. Aha. Ah. Wasser erschaffen. Ja, ja, sehr gut. Das war gut. Das fand ich jetzt wichtig. Gut, und das hat auch funktioniert. Ja, das will ich jetzt halt hier nicht. Ja gut, wenn die jetzt aber, wenn die jetzt hier... Auch blöd, gell? Naja, komm drauf. Rücksichtsloser Angriff. Du bist bis zum Ende deines Zuges bei Angriffswürfen im Vorteil, aber auch die Gegner sind im Vorteil. Ja, das, boah, das gibt doch einfach gar nicht. Leute. Der hatte doch einen Loot. Leute, der hatte doch bestimmt einen Loot. Nee. Leute, der hatte doch einen Loot. Wir können ihn nicht runterschmeißen. Kriegen den Loot nicht. Jetzt hör zu. Müssen wir die hier mal ein bisschen lösen. Weil wir ja gesehen haben, was für Probleme das gibt. Deswegen geht sie mal vielleicht wirklich eher hier hoch. Ja. Stellt sich mal dorthin. Er bleibt hier drüben und wird dann hier ein bisschen Rambazamba machen. Karlach geht hoch. Action, not reaction. Without delay. Na gut, und sie geht hoch und vor dem Loch müssen wir uns halt hier in Acht nehmen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, wir probieren es nochmal. Not the time for it, woman. Let's go in. What you need in now? Ah, der redet nicht mit jedem. Guck mal. If the absolute says to take, you look spiffy to me. You boy. Nice. Gelegenheitsangriff. Gleich mal schön eine reingehauen. Mal das Ding und schieß ihn ab. Sauber, kritischer Treffer war gut. Fand ich jetzt cool. Wir machen hier mal beenden. Wobei, Schild des Glaubens können wir eigentlich machen. Auf die Kala. So, Moment. Kalach hat jetzt Schild des Glaubens, das heißt, die gute Kalach hat eine... Die ist echt gut, die Kalach. Sorry, die ist die allerbeste. Rüstungsklasse 14, was für eine Rüstungsklasse hat sie jetzt wirklich? Wo steht das jetzt? 17, schaut mal, 17. Plus 2 von Schild des Glaubens. Yes, Sir, so geht der Shit hier. Time to strike. Dazu. Und sie haut ihm jetzt richtig auf die Schnauze, schön. Glück der fernen Reiche, einen kritischen Treffer. Ja, mach mal. Sauber. Ja, und wir haben ihn schon echt ganz gut geschwächt. Da kann man nichts sagen, wir haben ihn ordentlich geschwächt. Jetzt kommen die kleinen
Die kleinen Gauner hier und die hier, mit denen müssen wir halt irgendwie zurechtkommen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir es schaffen. Dass wir die in ihre Schranken hier verweisen können. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, er macht jetzt hier einen auf Kampfrausch, okay, aber da eigentlich reicht noch ein ordentlicher Schlag und dann wäre der im Eimer. Hat er ihn geheilt? Okay, müssen wir aufpassen. Ah, darf keine Rüstung tragen. Darf gar keine Rüstung tragen. Ah, okay. Na gut, wir tragen halt schon Rüstung. Orten finden. 11 Säurepfeil. Wir brauchen gar nicht so viel. Oh, Donnerwu. Ach du. Heilischer. Machen wir so. Richtig gut und alle sind sie gestorben. Das war ja richtig super. Perfekt, Leute. Er will jetzt hier hoch. Aber. Rechte. Oh. Legt er die Trommel jetzt ohne Witz, oder was? Auf. Ah, okay, aber das halten wir durch. Rettungswurf gelungen, sehr gut. Es sind halt echt 4. Noch 3, ah. Ja, so. Dazu. Die hat 3 Schaden gerade gemacht, oder was? Ernst? Fehlgeschlagen. Naja, gut. So, jetzt hör zu. Jetzt machen wir vielleicht das gute Spalten. Das war gut. Spalten war gut. Wir machen den ganzen Thron noch. Machen wir mit. Ne, wir reagieren nicht. Ja, aber da war Fehlschlag. Aber er ist schon im Eimer. Gut, aber hier traue ich mich nicht, ihn zu werfen jetzt. Das traue ich mich nicht wirklich. Sein. Ja. Wir warten mal noch. So, und sie haut ihm jetzt nochmal richtig schön eine auf die Schnauze. Ja, komm, hau original. Rettungswurf gelungen. Ja. Gar nicht mal so gut. Bezaubern. Ah, okay. Der Draw Rexlin, er ist halt auch noch nicht tot. Problem, der Draw Rexlin ist auch noch nicht tot. Und er hier segnet alle. Ein Mensch ist das, dass der da alle segnet. Aber jetzt haben wir hier nochmal Donnerwoge und die kann man alle wegfetzen. Kann man auch nochmal. Ja, aber. Ja, war nicht so schlecht. Leute. Dann würde ich aber trotzdem mal sagen. Moment. Wir haben doch auch ein paar Tränke, oder? Haben wir doch. Limon. Wo sind unsere Heiltränke, Leute? Alchemistenfeuer. Wird man das mal dem Gale geben? Ja, der Gale kann ruhig ein Schlückchen trinken. Ja, das war gut, aber er hat das Alchemistenfeuer nicht bekommen, Leute. Senden an Gale. Nicht genügend Ressourcen. Schade eigentlich. Okay, Zug beenden. Und der kleine Gauner. Der springt da runter, der muss jetzt mal. Wow. Was ein Kampf.
jetzt aber komm. Thoraxlin. Nee. Probieren's. Funktioniert nicht. Gibt's doch gar nicht. Sauber. Also. Und jetzt müssen wir mit dem kleinen Vieh halt noch hier rummachen. Unten heilen, als ihn machen wir als nächstes. Ah, ihn können wir sogar als nächstes machen. Naja, und jetzt hier. Ah, doch, ziemlich. Oh. Runter zur Spinne. Ja, mein Freund, das war jetzt halt, damit hast du nicht gerechnet. Würde ich sagen, du machst Nebelschritt. Gehst mal hier hoch. Ja, und wie halt einfach der Thron auch von Thoraxlin. Blind. Oh Gott. Wie der Thron halt auch einfach. Ja, genau, von ganz hinten. Macht er die besten Treffer aller Zeiten. Watch this. Gut, sauber, das war gut, das war gut. Hier noch ein. Wurf, der bei 90% selbstverständlich nicht funktioniert hat. 40%, was machen wir auf ihn hier? 56, auch blöd. 70. Naja, gut. Wir gehen auf jeden Fall jetzt hier runter. Ja, die anderen müssten eigentlich noch genug Lebensenergie haben, so. Dass man sich da keine Sorgen machen müsste. Gut, Zauber, den hat es auch niedergestreckt. Mein Freund, wir kommen zu dir. Wir vereinen. Da können wir einen Hexenpfeil machen. 95%, super. Sauber. Ah, perfekt. Wo ist er? Ah, er steht hier drüben. Swiftly now. Gehen wir hier rüber. Also ich glaube, das passt. Den Kampf haben wir jetzt echt ganz gut gemeistert. Oh oh. Beugbegleiter. Ah, wie blöd. Erschütternder Hieb. Aber schon mal ganz gut. Hier Fehlschlag, perfekt. Und wir gehen hier tatsächlich. Boah, perfekt. Perfekt, Leute, ja, wie geil. Jetzt haben wir sogar Blitzladungen und dadurch ist der Begleiter auch verschwunden. Und jetzt haben wir nur noch ihn hier. Also. Oh Leute, wir haben es geschafft. Another parasite. Collect it. It might be useful. Der hatte nämlich selber einen Parasiten. Wollte ich ja jetzt nur mal sagen. Ja. Selber einen Parasiten. Und den hätten wir nämlich verpasst, wenn wir den runtergestoßen hätten. Das wäre ja so blöd gewesen. So blöd, ey. Halt. Ja, renn noch ein paar Runden rum. Den Sport machen. Ja. Stehlen. So. Agger senden. Jetzt. Müssen alle looten. Einfaches Gift ist Gale, Lager,
Lager. Vorratspaket, geil. Karlach. Und jetzt soll aber lieber Karlach ein bisschen was nehmen, weil die hat ja noch Inventar frei. Also die hat ja noch Inventar frei. Also mein Freund, wie sieht's aus? Mit Toten sprechen. Ja, natürlich hat er mit Toten sprechen. Voll gut. Voll gut. Nehmen wir. Der Glaubensbrecher. Ausgerüstet von Drorexlin. Vielseitigkeit. Vielseitig beidhändig kämpfen. Der macht Wuchtschaden. Übung mit diesem Waffentyp schaltet frei. Ganzen Haufen. Ja, ich würde mir das halt, wie gesagt, wie bei Crusader Kings 3 wünschen. Dass dann das jetzt einrastet nach 3 Sekunden, dann runter kann und dann weitere Tooltips sich öffnen. Das ist eigentlich ein perfektes System. Das sollten die übernehmen oder hätten übernehmen. Ein handförmiges Brandzeichen am Ledergriff verdeckt die Kerben. Den Rang eines Hobgoblins anzeigen. Oh. Also ein Rang Hobgoblin. Okay. Gut, aber sie hat die Zweihandaxt. Ja, gut. Im Endeffekt. Das ist halt eine Wuchtwaffe, gell? 1d12 plus 4 macht die Zweihandaxt. Und der macht 1d10. Beziehungsweise 1d8 plus 5. Machen wir mal. Wurfspeer. Nehmen wir auch. Drorexlins Schlüssel. Dieser alte Schlüssel besteht zwar aus Silber und ist reich verziert, doch er ist angelaufen und wirkt vernachlässigt. Der hat jetzt aber nicht in seinem Thron, den wir kaputtgeschlagen haben, noch ein Geheimfach gehabt, oder? Gedankenschinder-Paras-Exemplar. Okay, Karlach möchte keine Gedankenschinder-Parasiten verwenden. No rest for the wicked, I see. My face protects me. Ah, jeder kann. Oh, enough waiting. I crave blood. Jeder kann das verwenden. Ach, komm, echt jetzt. Okay, cool. Die hat ja verzaubert. Glück der fernen Reiche haben wir auch freigeschaltet. Ah, die anderen können das auch. Haben die dieselben Fähigkeiten? Ja, die Fähigkeiten sind für alle gleich. Okay. Zionischer Rückschlag. Wenn einem Gegner im Abstand von bis zu 9 Metern ein Zauber wirkt, kannst du deine Reaktion nutzen, um psychischen Schaden von 1W4 plus Grad des Zaubers zu bewirken. Oh, eigentlich auch nice. Ausmerzen der Schwachen. Wenn du die Trefferpunkte einer Kreatur auf eine niedrigere Anzahl als die deiner entwickelten Elitidenmächte verringerst, ja, stirbt die Kreatur und alle Kreaturen näher leiden 1 bis 4. Das scheint voll gut, gell? Dann, so wie jetzt gerade zum Beispiel, dann werden die alle dann verreckt, oder? 1, 2, ne. Oder wie viel? Was haben wir? 1? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Haben wir 5 Elitidenkräfte? Kann sein, oder? Oh, Leute. Seek and you shall find me. Ne, Karlach kommt hier in zweite Position. Gut, wir nehmen mal die Wurfspeere mit. Nehmen alles. Schriftrolle mit Toten sprechen, nehmen wir auch nochmal mit. Bojak, Schnack. Ritualstab, Schriftrolle schmieren. Das hat er tatsächlich nämlich gemacht, der Gauner. Der hat er geschmiert. Ja, alles gut. Die Rippe. Oh. Wir können das ganze Gerippe mitnehmen. Ja, guck mal, der hat einen schmutzigen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist schmierig vor Schmutz. Gefunden bei einem Goblin in einem zerstörten Tempel. Ja. Wüsste ich halt gern, wofür diese Schlüssel dann immer wirklich gut sind. Ist halt die mega Schatzkammer, gell? Alright. Können wir da mal hingehen? Da passt nicht zufällig der Schlüssel von Drorexlin, oder? Zufällig. Bei diesem Eisentor hier. Oh, Drorexlins Schlüssel benutzt. Schatzkisten, Leute.
Ja. Was haben wir hier? Amulett der Auserwählten von Selun. Okay. Seluns Träume. Hört sich an wie bei World of Warcraft. Elune, gell? Die Edelsteine und Perlen dieser Kette leuchten strahlend, als reflektierten sie unsichtbares Mondlicht. Ja, das möchten wir. Infernalisches Eisen. Perfekt. Wir hatten das gar keins, jetzt haben wir zwei. Onyx nehmen wir. Blutstein nehmen wir. 528 Gold nehmen wir gerne. So. Stiefel des Frühlingsschritts. Schnelle Schritte. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder ähnliche Aktionen ausführt, erhält er drei Züge lang Wucht. Ja, voll gut eigentlich. Was mit der Wucht auf sich hat, das würde ich halt gerne noch wissen. Würde ich halt wirklich gern wissen. Handschuhe des krummelnden Verlierers. Tapferkeit des Unterlegenen. Der Träger ist bei Nahkampfangriffswürfen im Vorteil, wenn er von zwei oder mehr Gegnern umzingelt ist. Rettungswurf Stärke plus 1. Leute, wie geil ist das denn? Das sind halt die Tankhandschuhe. Ja, das sind sie halt. Leute, das sind die Tankhandschuhe. Perfekt. Kommt mir ein bisschen so vor wie bei World of Warcraft, die Tiersets. Ich finde, das ist so wichtig, die Tiersets bei World of Warcraft, weil es halt so Spaß macht, das zu sammeln. Macht ja auch den Reiz aus. Und als sie die Tiersets abgeschafft hatten, ich fand das so öde, das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Das war für mich, keine Ahnung, weil gerade die Tiersets waren für mich halt das Markenzeichen von WoW. Das war das, was WoW zu WoW gemacht hat, dass man solche Sets dann eben hat. Ja, Leute. Naja, jedenfalls. Wir sollten dann noch hier runtergehen und ein bisschen nach der Spinne mal gucken, was da so abgeht. Kleinere Riesenspinne passt, weil da liegen ja auch noch andere. Wie kommen wir denn da rum? Kommen wir bestimmt, wenn wir hier runtergehen, rein. Oh, scheiße. Leute, oh nein. Nochmal ein Kampf. Weiß nicht, ob wir jetzt hier einen Kampf machen. Ernsthaft. Weiß es nicht. Weiß es echt nicht. Jetzt machen wir es mal so. Wir speichern jetzt an der Stelle, machen mal einen neuen Spielstand, okay? Und dann gucken wir mal. Sind halt schon viele, gell? 3, 4, 6, 7, 8, 9. Aber es sind halt 9 Schwache. Immerhin. Ja, und dann gucken wir, wen wir dann als erstes töten. Den Hexenmeister, der muss als erstes weggemacht werden. Ja. Und diese Novizen auch. Also ich würde erst den Hexenmeister wegmachen. Und dann die Novizen. Und dann die Novizen, so machen wir das. Jedenfalls, das war's für diese Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, macht's gut und bis bald.